willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für ein Gewinnspiel und ich weiß nicht warum, es sollte eigentlich nur eine Ausnahme sein, aber mittlerweile gibt es jetzt wirklich fast jeden Dienstag schon ein Gewinnspiel in letzter Zeit. Das wird aber nicht mehr ewig so weitergehen. Aber nutzt die Zeit, solange es noch so ist, denn heute gibt es was richtig Fettes zu gewinnen. Das Go-Fest 2020 ist vorbei, das Go-Fest 2020 ist vorüber, es fand diesmal weltweit statt. Für mich ein besonders ereignisreiches Event, besonders genial. Ich habe alle Shinies bekommen, alle neuen Shinies plus Familien. Ja, die ist schon wieder auf den Schrank gehüpft. Alle neuen Shinies plus Familien. Ich habe die Incognitos bekommen, beide. Ich habe Furnifras, Vermicula, Baldorfisch, Tangela, Tangolos, das andere Ding da, wie es heißt, Flecknoil, Fleckenoil, wie auch immer, plus Entwicklung, beziehungsweise die Entwicklung muss ich heute Abend in der Spotlight-Stunde noch machen. Da müsst ihr mich dran erinnern. Und ich habe gedacht, weil es so gut gelaufen ist und das Fest so viel Spaß gemacht hat, werden wir heute ein XXL-Gewinnspiel machen. Es gibt nämlich nicht nur einen Preis, es gibt sogar ganze 4 Preise zu gewinnen in Bezug auf das Go-Fest 2020. Zum einen könnt ihr nämlich ein Bisasam Shiny mit Pikachu-Visier gewinnen. Ist das nicht genial? Es gibt vielleicht viele da draußen, die schon eins bekommen haben beim Go-Fest. Und die müssen das ja nicht nehmen. Die können ja trotzdem mitmachen und vielleicht haben sie Glück und kriegen einen der anderen Preise. Ich möchte auch bitte, dass ihr so ehrlich seid und unten reinschreibt, was von den 4 Preisen ihr schon habt und was von den 4 Preisen ihr noch braucht, zur besseren Übersicht. Es gibt also das Shiny Bisasam mit Pikachu-Visier. Dann gibt es das Shiny Glumanda mit Pikachu-Visier. Es gibt das Shiny Shiggy mit Pikachu-Visier. Die 3 habe ich jetzt einfach noch dazu genommen, denn eigentlich sollte diese Sendung nur um ein einziges Pokémon gehen, um einen richtig krassen, super-duper Hauptgewinn. Aber weil die Leute alle gesagt haben, abstimm die Starter, habe ich die Starter jetzt eben auch noch mit reingenommen, zusätzlich. Aber was wirklich der fette Hauptgewinn ist, ist ein Shiny Incognito, und zwar nicht der Buchstabe G, sondern der Buchstabe O. O für Oh Shit, wie es bei Bisafan TV in den Videos immer vorkommt. Nein, ich finde das G sieht komisch aus, aber das O, das macht richtig was her. Ein Incognito ist ja schon cool, aber ein Shiny Incognito, was es ja auch nicht in dem Sinne wild aus den Habitaten gab, sondern nur aus dem Rauch kommen konnte, dafür aber die ganze Zeit lang, die ganzen 10 Stunden vom Go-Fest Tag 1, die ganzen 10 Stunden vom Go-Fest Tag 2, konntet ihr Incognito aus dem Rauch bekommen und mit etwas Glück sogar schillernd. Ich habe das G und das O und ein O möchte ich jetzt abgeben. Ich habe mir zwar vorher selbst ins eigene Fleisch geschnitten, denn ich habe 2 O bekommen. Weil ich aber keinen Furnifras bekam, habe ich mit dem Kippen 18 getauscht. Der hat mir dann sein Furnifras gegeben und ich habe ihm dafür das Incognito O gegeben. Dann habe ich wieder gedacht, verdammt, warum habe ich das gemacht? Weil im Endeffekt habe ich selbst noch ein Furnifras bekommen und ich habe gedacht, jetzt habe ich zwar alles, aber ich habe kein Incognito, was ich abgeben kann, was ich traden kann, was ich verlosen kann. Und mir war es eigentlich wichtig, so ein Gewinnspiel zu machen, weil ich das eben gebührend feiern wollte und euch eine Freude machen wollte, so habe ich mich nochmal explizit auf die Suche nach Incognito begeben, habe trotzdem keins gefunden, habe kein zweites O bekommen. Und dann kam der Markus ins Spiel, der Herr Puschner, ne? Grüße gehen raus an den Puschner, Ehrenmann, denn er hat es ermöglicht, dass dieses Gewinnspiel doch stattfinden konnte. Der hat nämlich auch ein O bekommen. Mit dem habe ich dann was getauscht, so habe ich sein O bekommen. Das heißt, das O von ihm muss ich ja jetzt behalten, aber das O, was ich selber gefangen habe, kann ich verlosen, kann ich rausgeben, kann ich an euch verschenken. Und nicht nur das, wie gesagt, es gibt die 3 Starter als Shiny mit Visier, es gibt das Incognito als Shiny ohne Visier. Und das sind 4 Dinge, aber einer gewinnt nicht alle 4. Sondern es werden 4 Gewinner gezogen. Das Ganze natürlich wie immer am Montag im Livestream. Das hier ist das Video, wo ihr mitmachen könnt. Die Kommentare unter diesem Video zählen dann. Aber die Verlosung wird wieder am Montag im Chill mit Ramses Livestream sein. 20 Uhr geht der Livestream los. Und 21 Uhr wird die Auslosung sein, wird die Verlosung sein.
Und wir werden es so machen wie die letzten Male. Das hat nämlich sehr gut geklappt, dass wirklich ihr erstens den richtigen Hashtag und das Video schreiben müsst. Den sagen wir euch gleich noch. Und zweitens müsst ihr bei der Verlosung 21 Uhr anwesend sein. Und wenn euer Name fällt, habt ihr kurz Zeit, euch zu melden. Das finden viele jetzt wieder doof, weil die da keine Zeit haben oder auf Arbeit sind oder schon im Bett liegen, weil sie in die Schule müssen. Aber wir haben einfach so viele Leute gehabt, die mit 2, 3, 4, 5 Fake-Accounts mitgemacht haben, die danach auch nicht auffindbar waren, sich nie wieder gemeldet haben. Und damit das eben wirklich im Livestream direkt einen Gewinner findet, wird der Name gesagt, derjenige hat kurz Zeit, sich zu melden und dann wird das weitergegeben. Wenn da keiner kommt, wenn da keiner da ist, wird weitergelost und so lange, bis wir 4 Gewinner haben, bis wir 4 Leute haben im Stream, die dabei sind, die das aktiv verfolgen. So hat sich die Community gewünscht und so werden wir das jetzt auch weitermachen und auch diese feste Zeit, 21 Uhr, dass ihr Bescheid wisst. Ab 20 Uhr geht der Stream schon los. Wir werden da wieder ein bisschen YouTube gucken und so weiter. Aber 21 Uhr am Montag, chill mit Ramses, Livestream, die Verlosung. Jetzt aber zum Hashtag, wie gesagt, ihr könnt das Shiny Bisasam, Shiny Glumanda, Shiny Shiggy, Shiny Incognito gewinnen mit dem richtigen Hashtag. Und der ist diesmal ganz einfach, denn er lautet Incognibro. Das war's, mehr nicht. Schreibt einfach den Hashtag Incognibro unter das Video. Passt auf, dass ihr den richtig schreibt, ist ja eingeblendet gewesen. Und schreibt bitte dazu, was von diesen 4 Sachen habt ihr selber schon und was von diesen 4 Sachen braucht ihr noch? Das trotzdem zur Orientierung, wenn man dann sieht, wer hat selbst auch Incognito bekommen, wer braucht noch Incognito und wem fehlt ein Incognito, wer hat vielleicht das andere dazu, wer hat eh schon beide, wer braucht das also nicht und würde sagen, ja, ich habe schon Incognito, wenn ich fürs Incognito gezogen werde, los einfach weiter, damit der Nächste was kriegt. Seid ehrlich, seid nett, teilt mit eurer Gemeinschaft, teilt mit anderen Leuten, so wie ich. Und dann wird das auf jeden Fall auch was. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns am Montag wieder, ja. Wir sehen uns eigentlich heute Abend wieder in der Spotlight-Stunde mit Barmelin. Da mache ich wieder einen Stream. Kurz vor 6 fängt es an. Werden wir 18 bis 19 Uhr die Spotlight-Stunde wieder streamen. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wenn nicht, geht raus, zockt selber oder schaut bei Sabrina auf den Kanal vorbei. Wie auch immer. Oder guckt bei BisaFanTV. Ich glaube, der hat noch nie gestreamt. Also noch keine Spotlight-Stunde zumindest. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und natürlich viel Glück bei der Verlosung und beim Gewinnspiel. Und beim richtig Schreiben des Thumbnails, des Hashtags.